Ja, da sind wir schon wieder, ja. Unglaublich. Unglaublich, ja. Willkommen zurück bei Oxygen Not Included. Und so muss das sein. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Und am Aufräumen. Da geht's weiter. Noch Ressourcen. Oh, wir haben keine Alge mehr. Das ist nicht gut. Direkt mal gegenwirken. Also, ich weiß nicht. Da müssen wir sofort mal gegenschieben. Mal hier da. Da ist ein bisschen Alge. Da ist Alge. Da oben ist Alge. Hier ist Alge. Ah, dann komm mal weg hier, den ganzen Scheiß. Hau weg, die Scheiße! Aber ganz schnell. Oh mein Gott. Liefert Alge, meine Freunde. Forschung abgeschlossen. Juhu! Sehr schön. Die haben direkt die Alge reingebaut. Geil. Ah, ist wichtig. Ich hätte schon längst das mich drum kümmern müssen. Sandstein, Kupfererz, Kohle, Kupfererz. Schick, schick. Ja, dann machen wir doch mal richtig hier. Hier ist auch nämlich Alge und so weiter. Dann gehen wir gleich mal hier runter. Und bauen hier mal das Wasser zusammen. Damit wir unsere Kolonie mal die auf die nächste Geschichte kriegen. So, haben wir Apotheke jetzt. So, die haben da nicht so viel Möglichkeiten zu atmen. Wir hier mal das hier alles zusammengraben, das wäre ganz geil. Auf das Level. Das hier alles? Alge, geil. Mein Fazit wäre, dass wir das alles hier weggraben. Das ist eine Menge Holz, ey. Mal Gas hier. So, Strom ist da. Essen sollte auch wachsen. ...150 Kilogramm. Oder Freizeit, ey. Unglaublich! Ja, bin ich mal gespannt, ey. Das Weggraben hier. Ein neuer Duplikant! Okay. Ja. Oder nie Zusammenfassung. Zahle die Rechnung. Benutze alle die Fertigkeitspunkte als Bodant, um einen ganzen Zweig des Fertigkeitsbaums zu erwerben. Okay. Krass. Nährstoffriegel. Stärke 14 Stärke hat der. Das ist eine Küchenplage. Kochkunst. Und schläft regelmäßig ein. Der ist scheiße. Tierzucht. Medizin gesenkt, Keimresistenz erhöht, Immun, Kreativität, Kochbonus. Was sind denn das hier da wieder für Feature? Ich nehme hier das hier. Das hilft mir jetzt ehrlich gesagt echt weiter. Jetzt nehmen wir unser Becken graben. Ein krasses Becken dann.
Kann ich mal einen geraden Strich runter machen, ne? Ich bin so besoffen, ey. Machen wir uns dann in der nächsten Nacht. Das ist doch echt der Wahnsinn, ey. Wie groß dieses Becken dann ist. Das ist brutal. Das ist brutal. Da musst du sogar graben 2, keine Ahnung. Forschung. Krankenstation, Handdesinfizierer. Stein, keine Ahnung. Was sagt er zu meiner Kolonie hier? Auch ganz cool eigentlich, oder? Kann man so erstmal stehen lassen. Achso, ich wollte noch ein Klo bauen. Das erst noch Plumpsko sein. 20. Zyklus. Ich bin echt ein bisschen hinten dran, so. Kommt mir so vor. Oh, herrlich. Nach dem Kochen. Du hast nicht genug Wasser. Ah! Okay, okay, okay. Verstehe. Hab ich schon Scheiße gebaut. Hab ich dicke Kacka gebaut. Mir noch eine zweite Handpumpe hinbauen, weil das jetzt Wasser runtergeflatscht ist. Er hat kein Wasser. Los, mach das. Macht das, meine Söhne hier. Okay, haben wir das beendet. Dann kann man den hier wegklatschen. Angst, dass hier irgendeiner stirbt gleich. Finde ich, dass hier irgendeiner stirbt. Hier, was ist denn mit dem Otto? Der Otto ist doch mit irgendwas gestartet hier. Fertigkeiten. Wie kann man... Kann man direkt auf seine Fertigkeiten... Hier nur da drüber. Die Plätmann. So, was will denn der? Verbesserte Landwirtschaft. Genau, das wird seine Sache sein. Ich bin einfach super schweres Graben. Ja, dann machst du erstmal das. Super schweres Graben. Das ist ein Badezimmer hier. Jetzt irgendwie Keime. No, hier sind keine Keime. Ist das fertig hier? Ist er leck mich fett. Das ist ja wirklich jetzt hier ein riesen... Ups, hab ich geklickt hier. Alle zwei Abstände musst du eine Leiter sein. Dann können die arbeiten. Das ist schon ein massives, krasses Arbeiten hier. Schon spannend. Uiuiui, ist das ein Grabungsprojekt. Nur wegen dem Wasser hier. Was denn da Schönes? Whirlpool. Ja, ne, ist klar. Gasfilter, Flüssigkeitsfilter, Schlammpresse. Lüftung brauchen wir. Kanisterfüllung.
Ja. Macht weiter, ihr kleinen Schnackis. Das ist mega krass jetzt hier. Diesen Ausgrabungs-Scheiß-Ding hier. Ich bräuchte diese Ziegel, die luftdurchlässig wären. Das wäre geil. Die brauche ich jetzt. Die Luft hier. Oh, und Kohlendioxid. Oh, das ist schwierig. Die Backen anhauen. Ziehen, ey. Das ist so krass, ey. Alles nur für das Wässerchen hier. Ja, so ein krasses Projekt hier. Das wird ja dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Zyklen wird das dann hier mal fertig sein hier. Das kannst du ja wohl vergessen, oder? Gute Musik, wa? Komm ich auch gleich durch diese Zweierbuddel-Dinger. Was für ein verrücktes Projekt hier. Ich muss mich noch konzentrieren bei der Scheiße, dass sie die ganzen Leitern richtig setzt. Das zum Thema Leiter richtig setzen.
Haut meine Kinder, was geht denn ab? 71.000 Kalorien. Batterien sind voll. Der Krenz ist wieder Matschriegel am Schuften. Haut runter, Jungs! So, das Wasser kommt schon mal langsam so ein bisschen zusammen. Gleich muss ich ihn nochmal umsetzen. Jo. Leiter sind der Endgegner hier. Oder? Mhm. Egal, die sind überall versetzt, die Leitern. Jetzt ist mir egal. Ein neuer Duplikant. Warum muss man dieses Level aus viel Wasser hier hinsetzen, dass ich zusammenführen muss? Ich weiß, ich hätte es einfach machen können, aber ich wollte es direkt richtig machen, wisst ihr? Ganz oder gar nicht? So, oh, einer hat wieder Geburtstag hier. Big Joe! Was hast du für eine Mütze auf? Das ist die Tragfähigkeitsmütze. Bitte die verbessert das Basteln, Maschinen. Ich nehme nicht mal einen schweren Graben mit rein, oder wie? Verbesserte Stärke. Damit kann man besser. Putzen? Willst du putzen? Keine Ahnung. Ja, du kannst ja gut putzen. Machen wir das jetzt mal. Können wir deine Stärke nutzen. So. Eine Blaupause, bitte. So, was haben wir? Graben. Graben kann ich gerade richtig gebrauchen. Dekoration gesenkt. Lumpiger Garderobier. Scheiße. Stärke, Aufräumgeschwindigkeit und Tragekapazität. Tierzucht. Mich den jetzt? Nee. Ich nehm das Hilfspaket hier. Ein Stück müssen reichen. So, die Herrschaften dürfen hier unten buddeln. Hier waren sie die ganzen Nester schon mal zusammengepflegt hier. Aber gut. So, wir können uns jetzt mit Gasen beschäftigen. Richtig abgasen. Ah, luftdurchlässige Ziegel. Herrlich, genau die brauche ich. Die bauen wir jetzt mal überall hier hin. Damit sich die Luft besser verteilen kann. Das ist wichtig. Nur luftdurchlässig. Aber kann kein Wasser, weil wie auch immer das geht. So. Wie sieht es mit Algen aus? Reserviert.
Essen, was ich an Alba habe. Das darf nämlich nicht wegkommen. Das ist unsere erste Hauptquelle für Sauerstoff. Wir könnten längst was anderes gemacht haben, aber wir müssen jetzt mal diese scheiß Wassergeschichte hier hinbekommen. Wahnsinn. Junge, 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 Junge. Ah, wir bräuchten noch Leute, das ist mir schon klar. Wahnsinn! Oh man, beide Richtungen. Dass das unter Medizin ist, voll krass. Ja, Wahnsinn. Hier ist es ein bisschen atmungsfähig. Hier Kohlendioxid, wenn hier die Platten drin sind, geht das hier schneller runter, weil das sonst hier so langsam hier hinruckelt und da runter geht. Jojo. Geht hier hoch, wackelt sich die Füße weg, wird nur Tropfen und dann geht er wieder runter. Das ist aber auch eine Zirkusveranstaltung hier mit wie vielen. Bis hier mal fertig ist. Hat wieder jemand Geburtstag? Krenz und Nisbet. Krenz, was können wir denn mit dir jetzt machen? Ich weiß es nicht, Krenzi. Ich würde sagen, verbesserte Tragfähigkeit ist immer gut, kannst du mehr tragen. Die Nisbet ist auf Forschung. Ja, dann geht das hier. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Flupsis. Knallt das Wasser runter. Ist das fertig, ist ja mal echt Weihnachten, ey. Was hast du dir da angetan, Flatty Reti? Was macht denn der Krenz? Bauzulieferung. Bauen, bauen, desinfizieren, desinfizieren, Plumpsklo reinigen. Nee, du sollst Essen machen, Junge. Du bist dafür und Essen. Krenzi. Das ändert sich jetzt. Quatschriegel. Immer. Ah, okay, verstehe. Jo, alles klar, gut. Eine Handpumpe hier. Und diese Handpumpe. Action. Wie viele Leute hier arbeiten, ne? Wahnsinn. So, Krenzi. Wohlwasser.
Dann müssen wir das Wasser noch irgendwie hochpumpen. Am besten hier hin drunter. Und den kleinen Raum hier drunter und da die Wasserpumpe rein. Und kann das direkt geholt werden. Weil die müssen ja nicht immer ganz, müssen ganz unten, um Wasser zu holen. Dauert noch ein bisschen hier. Fertig sind. Hey, man hat Geburtstag. iPro hat Geburtstag. Juhu. Super schweres Grab. Sehr schön. Wer macht das Klo sauber? Habt ihr auf sie? Die sind schon am... Das hier fertig ist, er Lecco Mio oder Lackquaste. Priorität 9. Priorität 7. Luftdurchlässige Ziegel. Ach, guck mal, die sind jetzt vor. Was sind das für Prioritäten? 9, okay. Sehr schön. Das war gar nicht gewollt. Zwei Klos wieder voll. Wie viel scheißt ihr denn? Ja, da bist du selber schuld, Kugelbrot. Hau die Scheiße weg. Hau sie richtig weg, die kleinen Klötzblöcke, ey. Ich bin 25. Zyklus. Ich komme mir vor, als eigentlich voll hinten dran. Ich bin nicht der Schnellste. Ganz wieder schön am Rummatschen. Otto hat Geburtstag. Und wer Otto wird. Was hat der Otto? Landwirtschaft. Also Landwirtschaft. In Arzneimittelzubereitung. Eine Stärke. Wie ist das? Hat er ja schon. Eine Pflanzenpflege oder Viehzucht? Oh, was ist das hier? Das muss ich auch noch machen. Oh, keine Ahnung davon. Null. Null, null, null. Ach, der Sauerstoff hier? Sehr schön. Der sinkt richtig schön ab. Zer Kack, was ist das denn hier? Verschmutzter Sauerstoff. Ich nicht von der Priorität. Ziegel, die müsste hier fertig gebaut werden. Okay, verstehe. Alles mal auf 7. Dann gehen nämlich
ihr luftdurchlässiger Ziegel. Weiter es sei denn, ich habe kein Kupfer mehr. Wo ist Kupfer? Kupfer, 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 da habe ich alles noch da. 5,9 Tonnen Kupfer. Ah, Duplikant, ich weiß es nicht. Zart beseitigt, kann Doktorfähigkeit, lumpiger Gardrubi-Dekoration gesenkt. Ich hol den jetzt hier. Graben und Maschinen. Die, grab die Muschi, bau die Muschi. Und beim Möbel, noch ein neues Bett. Und... da darf die halt eben hier essen. Schon gebaut. Marie! So, wir haben noch drei Leute, können sich jetzt hier das wundervolle Duplikantenleben holen. So, was geht ab hier unten? Der ist auch noch nicht abgebaut hier. Herrlich. Hier ist auch noch Wasser. Wahnsinn. Oh Mann, 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 was habe ich mir da ans Bein genagelt? Jo. Haut schon die Dreckskacke um. Sehr schön. So, was haben wir denn da schönes? Viel Matschriegel, viel Schmutzwurzeln, viel Fleisch, viel Nährstoffriegel. Ernährung. Mal Pause. Titter Matsch. Das sollen die alles nicht essen. Das ist erstmal. Da kann er was essen. So, der Nährstoffriegel kann gefressen werden und der Matschriegel. Den gibt's hier nicht. Wie viel haben wir davon da? 39 Schmutzwurzel. Ich weiß gar nicht, was man mit Schmutzwurzel machen kann. Habe ich keine Ahnung von. Hier ist eine Schmutzwurzel. Eine samenlose Frucht mit beleidigend fadem Nachgeschmack kann nicht neu gepflanzt werden. Beim Ausgraben von Gegenständen können Schmutzwurzeln gefunden werden. Restlich minus 1. Ja. Anna, dann haut die Schmutzwurzeln weg. Den Nährstoffriegel. Jo. Puh. Wie sieht's denn mit der Fertigkeit? Ah, wir haben eine Geburtstag. Die Marie kann direkt hier. Was kann die? Graben. Ja, sie soll graben. Oh, rein, Baby. What's up? Hat seine Mütze, kriegt seine Mütze! Oh, gibt's noch eine Fertigkeit? Wir hatten Geburtstag. Kugelbrot! Was geht ab? So, schweres Kram. Super schweres Kram. Was hast denn du schon jetzt gehabt? Ich habe leider Forschung bei dir gemacht. Obwohl, das ist nicht schlimm, das kann man später. Forschung, verbesserter Bau. Mal Tragfähigkeit, das ist immer geil. So, Atmungsfähigkeit. Oh.
vielleicht schon irgendwie was hier? Ne, gar nichts in meiner Kolo. Lieber im Schlaf. Wir haben 0% Stress. Also, ich sehe das. Wir können hier mal kurz unsere Zeitpläne mal verändern. Arbeitszeit. Freizeit und dann ist da Schlafzeit und dann ist da Badezeit. Freizeit wird nach hinten versetzt. Und wir werden weniger schlafen. Punkt. Weniger Freizeit. Ja, machen wir das erstmal so. Hat iPro hier, das war ja eben schon da, ne? Der ist am Morgen alle Attribute. Was ist morgen? Was ist hier alles morgen? Müsste man ihn eigentlich früher arbeiten lassen, ne? Und früher ans, früher ans Bett. So nach dem Motto. Ich würde das hier oben gerne mal fertig haben. Priorität. Machen wir das hier mal hier 9. Alle darüber rutschen, oder? Genau, machen wir das hier fertig. Habt euch da mal runter. Die linke Seite schon richtig runtergepflastert. Das ist geil. Wir haben kein Wasser mehr. Können wir eine Handpumpe hier hinsetzen? Warum kriegt er denn kein Wasser mehr? Hier ist doch genug Wasser unter ihm drunter. Was hiermit zu tun? Jungs, gib Gas. Ah, okay, alles klar. Alles klärchen. Warum waschen sich denn die Hände nicht? Ich will noch einen Waschzuber bauen. Lol, haben wir gerade ein Leck. So, dann machen die das hier mal zu Ende. Priorität, würde ich ganz einfach sagen. Ich kenne das hier alles jetzt fertig. Wenn das fertig ist, können die mit Priorität 8 das hier machen. Jo. Aber machen wir direkt mal hier das hier weg. Das bitte mit Priorität 9. Und da kommt. Genau, er hin. Dann haben wir nie ein Problem. Oh, 39 Minuten schon. Ich wollte ja nur... Ah, jemand ist so tief drin. Was? Einer ist am Verhungern? iPro, wieso verhungerst du? Jetzt weiten Laufweg hast du da was? War schön am Kacken, mein Freund. Verstehe ich jetzt nicht, warum du verhungerst. Zeitplan. Dann habt ihr jetzt halt noch ein bisschen mehr Freizeit, schlaft ein bisschen weniger. Alles gut.
Beziehungsweise, wenn ich das jetzt richtig deute, Zeitplan, einen neuen Zeitplan. Badezeit. Hier ist Arbeitszeit. Und dann sollst du halt Schlafenszeit dahin ein und Freizeit dahin. So, dann ist das wieder ausgeglichen. Das sind die Morgenstunden, glaube ich. Genau. Und da soll der iPro hin. Genau. Dann hat er dann auch nochmal diese Stunde oder dieser Zyklus, hat er dann das auch nochmal. So, die anderen schlafen aber nur 2 Stunden. Ergo wird die Freizeit dahin versetzt und die Arbeitszeit so. Perfekt. Da bin ich mal gespannt. Wie ist denn mit denen los? Die ganze Geschichte hier. Geografie, Fertigkeiten, Kreibeeigenschaften, Status. Wenig Sauerstoff, was? Dicker Stress. Volle Blase. Aber wir haben trotzdem keinen Stress. Wir können die ein bisschen mehr arbeiten lassen. Na voran, Jungs! Was soll da runter? So. Dann machen wir Pause. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Das ist ein Riesenbecken, ey. Ja, so muss das sein. Wir gucken uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken. Ne? Daumen runter, deabonnieren und auf gar keinen Fall teilen und kein Kommentar bitte. Wir hören uns. Ciao.